Hallo Seekräuter und willkommen zu diesem Video hier auf unserem Kanal. Es ist was Besonderes, was wir euch heute hier zeigen und präsentieren wollen. Zum einen möchte ich euch erklären, wie unser Kanal sich in der Zukunft ausgerichtet hat. Wir haben ja ein bisschen optisch und auch thematisch überarbeitet. Und zum anderen möchte ich euch eine neue Funktion bei uns auf dem Kanal erklären und den Hintergrund, wie diese Sache funktioniert. Fangen wir erstmal damit an. Wir haben neue Themengebiete, also neue Formate bei uns hier im Seekrauts-Kanal integriert in der letzten Zeit. Das hat sich jetzt die letzten 2, 3 Monate so ein bisschen hingezogen, aber wir sind jetzt soweit final durch, dass wir sagen, wir haben im Ausblick als neues Format etabliert. Das heißt, alle Supertest-Informationen, alle Work-in-Progress-Informationen, alle, die nicht hundertprozentig gesichert sind und sich noch verändern können, die findet ihr in Zukunft im Ausblick. Dann gibt es dazu natürlich noch unsere Flaschenpost. Da drinnen werdet ihr in Zukunft alle Informationen finden, die gesichert sind, die definitiv so auf den Live-Server kommen und die jeder eben nutzen kann. Und das war auch halt eine der Sachen, die von euch da draußen in der Community gefordert wurden, dass wir die Themen etwas besser aufteilen. Ja? Dass klarer zu erkennen ist, ist das jetzt Theorie oder ist das jetzt Praxis, um es mal so auszudrücken. Und das ist eben Flaschenpost und Ausblick. Dann gibt es natürlich unser Kistenöffnen, allseits beliebt. Ihr wollt gerne mal schon mal so ein bisschen vorausschauen, wie ist denn die Droprate für irgendwelche besonderen Inhalte und so weiter. Darum gibt es Kistenöffnen. Manchmal machen wir auch besondere Öffnungen für irgendwelche Supercontainer, wenn da jemand 10, 15, 20 gefunden hat oder gesammelt hat. Also eine ganze Geschichten. Und ja, das werdet ihr in diesem Video finden. Dann gibt es den allseits beliebten Livestream natürlich bei uns. Wir haben da eine Bot-Unterstützung bei YouTube. Wir sind einer der wenigen Kanäle von World of Warships, die überhaupt regelmäßig bei YouTube streamen und dann auch noch eine Bot-Unterstützung zusätzlich bieten. Ihr könnt bei uns im Kanal, auf dem Kanal eben gewinnen. Ja? Ihr könnt Bot-Befehle abrufen und so weiter und so fort. Ihr könnt am Crowdfunding teilnehmen, Punkte sammeln und am Ende des Monats Seekrauts-Euronen gutgeschrieben bekommen. Also eine Sachen, alles das findet ihr im Livestream. Und dann gibt es unsere Schiffseinweisung. Früher war es eben im Trockendock, heute ist es mit Gameplay und darum heißt es auch nicht mehr im Trockendock, denn unser Schiff schwimmt, wir sind live damit unterwegs und wir schießen die Gegner ab und ihr könnt sehen, wie diese Schiffe funktionieren. Und ja, ihr habt das sehr, sehr positiv aufgenommen und findet das cool, deswegen gibt es jetzt die Schiffseinweisung statt im Trockendock als neues Format. Außerdem gibt es noch das Format im Fokus, dafür habe ich jetzt kein Bild da, wo Toxic85, mein Kompagnon, meine linke und rechte Hälfte sozusagen, Unterstützung im Hintergrund für die ganzen Grafiken hier und so weiter, euch spielerisch erklärt, warum er bestimmte Aktionen in bestimmten Spielen, in bestimmten Games mit bestimmten Schiffen tut. Ja, das ist weniger eine Schiffseinweisung, sondern eine spielerische Erklärung seiner Handlung in Gefechten. Und das ist eigentlich auch ein sehr gern gesehenes Format von euch. Und dann kommen wir zu unseren neuen Optionen, die wir hier bieten. Denn wir bieten ab sofort die YouTube-Kanalmitgliedschaft hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal an. Und ja, es kostet Geld. Ja, es kostet 4,99 Euro, die YouTube von euch dafür haben möchte. Ich als Streamer bekomme dafür dann 70% der Einnahmen gutgeschrieben und kann davon dann zum Beispiel Teamspeak, Discord, Softwarelizenzen, bessere Gewinnspiele finanzieren. All das steht nämlich bei uns an. Wir wollen den Teamspeak-Server ein bisschen erweitern möglicherweise. Gerade den nutzt ihr ja auch in Livestreams als Gäste und das könnte in Zukunft halt noch ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr werden. Der Discord könnte ein bisschen schöner werden. Dieses Stichwort Serverboost, Discord-Serverboost kostet leider auch Geld. Softwarelizenzen sind einfach notwendig, um euch hier die Videos immer wieder regelmäßig zu bringen, die ihr so liebt. Und das würde uns einfach helfen. Ihr habt in der Vergangenheit nur die Möglichkeit gehabt, bei uns Seekrauts-Groschen oder Krautsgroschen zu spenden und dafür nicht direkt etwas zurückzubekommen. Nämlich eigentlich nur diese Videos und was wir hier halt auf dem Kanal so tun, was ihr so liebt. Aber wir haben jetzt eben mit dieser Kanalmitgliedschaft die Möglichkeit, wenn ihr uns Geld gebt und uns supportet, können wir Danke sagen, indem wir nämlich euch die folgenden Inhalte zur Verfügung stellen. Nämlich Seekrauts Logos, ja, also zum Beispiel das Logo für den ersten Monat. Ihr habt gerade die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen, dann bekommt ihr ein pinkes Logo in Anlehnung an World of Warships. Da wisst ihr ja, ist man pink, ganz am Anfang passiert ja vielleicht mal das eine oder andere, dass man jemanden torbt oder wie auch immer und dann ist man pink. Das soll so ein bisschen so ein Smiley, so eine Parodie darauf sein, darum haben wir Seekrauts in pink gemacht. Nach dem ersten Monat erhaltet ihr in Bronze, nach 6 Monaten in Silber und nach einem Jahr dann in Gold und später kann da vielleicht noch ein Logo dazukommen, was dann ein Boni für 2 Jahre ist. Das ist der aktuelle Stand. Mehr habe ich als Möglichkeit in Sachen Logo aktuell nicht.
Dann gibt es aber individuelle Emojis und die werden mehr, umso mehr ihr werdet. Nämlich umso mehr Kanalmitglieder wir haben, desto mehr Emojis können wir für euch bei YouTube hochladen. Nämlich zum Beispiel hier, boom, wenn Andi mal wieder geplatzt ist, ja, dann gibt es vielleicht dieses Emoji. Oder wenn ich dann mal wieder meine Inselausflüge mache mit CVs, mit DDs, mit CAs, mit CLs, mit BBs, alles möglich. Ja, Andi scheut sich vor nix und alles wird gebeacht. Also ihr wisst, wovon ich rede. Wer unsere Livestreams regelmäßig guckt, weiß, dass ich regelmäßig Inselbesuche mache. Dann habt ihr ein Emoji dafür und könnt mich damit so ein bisschen auf die Palme bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht's weiter. SeaCrowd Type, das ist ein Emoji, das haben wir für euch programmiert oder gebaut, weil ihr regelmäßig schon über eine Dreiviertelstunde früher als der Livestream eigentlich beginnt, in den Livestream-Räumen schon seid, im Chatten seid und so weiter und so weiter. Wir haben viel festgestellt, dass ihr dieses Wort Hype und SeaCrowds Hype so häufig benutzt und dafür wollen wir euch dieses Emoji zur Verfügung stellen, dass ihr das in Zukunft nutzen könnt, wenn ihr Kanalmitglied seid. Und dann gibt es natürlich noch ein viertes Emoji, da geht es dann um Wuhu. Also wenn ich dann doch mal versehentlich fast was richtig mache, dann könntet ihr dieses Wuhu in den Chat schreiben, wenn einfach mal was klappt. Das kommt ja durchaus mal vor. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, die ich euch jetzt sage, denn Vorteil Nummer 3, da geht es um Inhalte. Da geht es um Videos, die ihr früher bekommt oder ja, wo ihr halt Bilder früher seht und so eine Sachen. Das möchte ich an alle sagen, die sich jetzt das hier angucken und überlegen, Kanalmitglied zu werden oder ihr sich eben dagegen entscheiden. Bei SeaCrowds werden immer alle Videos, die relevante World of Warships-Informationen, wichtige World of Warships-Informationen beinhalten, für alle released werden. Kanalmitglieder werden in Zukunft bei ausgesuchten Videos einen Vorabzugang bekommen. Das heißt, dass ihr eure Videos halt 12, 24, 48 Stunden, je nachdem, ja, ein bisschen früher euch angucken könnt. Es werden aber diese Videos für alle Community-Abonnenten released werden. Also auch alle, die uns nicht finanziell unterstützen. Das möchte ich ganz klar sagen, um da gleich von vornherein transparent und fair zu sein. Ihr bekommt Vorabzugang dafür, dass ihr uns besonders supportet. Und das auch nur bei bestimmten Videos. Ne? Es wird ja Videos von World of Warships geben, die so dringend sind, dass ich sofort die ganze Community informieren muss. Und da gibt es eben halt keinen Aufschub. Ja? Das heißt, ich kann euch nicht irgendwie 12, 24 Stunden dieses Video vorher präsentieren. Es wird bei einzelnen Videos möglich sein, bei anderen Videos eben nicht. Und dann gibt es noch den exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ihr wisst, was da so kommen kann. Ja, zum Beispiel, woran arbeite ich gerade? Ja, was für Videos werden als nächstes auf unserem Kanal veröffentlicht? Es gibt dann mal Bilder. Wie ist das Stream-Setup von mir? Schaffe ich gerade irgendwas an? Freue ich mich über irgendwelche Paketchen, was angekommen ist? Halt alles Mögliche in dem Bereich. Alles, was mit der SeaCrowds Community im weitesten Sinne und mir zu tun hat. Ein Hinweis noch, wie könnt ihr diese zusätzlichen Inhalte in Zukunft abrufen? Ihr geht ganz normal auf die SeaCrowds Seite rauf und landet ja normalerweise in der Übersicht. In Zukunft solltet ihr als Kanalmitglieder dann den Community-Reiter regelmäßig besuchen, weil ihr da nämlich dann die Möglichkeit habt, bestimmte Informationen vorher abzurufen. Es gibt nämlich dann Posts, die nur für Kanalmitglieder sichtbar sind. Und aktuell, also wenn ihr heute noch eure Kanalmitgliedschaft abschließen solltet, bekommt ihr einen exklusiven Vorabzugang auf unseren Ausblick zum Siegfried. Also in Wasser, 3D, im Hafen, alle Daten, alle Panzerungswerte, unsere Idee, unsere Sichtweise zum Siegfried, unsere Bedenken und so weiter mitgeteilt. Das in unserem Ausblickformat. Alle Abonnenten von unserem Kanal bekommen dieses Video eben etwas später und können sich das dann bei uns auf dem Kanal ebenfalls angucken. Halt zeitversetzt, ne? Das ist das Exklusive, was ihr hier bei uns dann bekommt. Hier gibt es nochmal die ganzen Emojis in der Übersicht und hier sind nochmal die Logos. Und jetzt sage ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr jetzt bewerten könnt, ob ihr uns zusätzlich unterstützen wollt. Und ja, wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, euch demnächst als Kanalmitglied hier begrüßen zu können. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne ein Abo da, welches hier kostenlos ist. Es geht nur darum, wenn ihr mehr tun wollt, dann lasst mir auch eine Kanalmitgliedschaft da, damit wir unsere Inhalte noch weiter professionalisieren können und euch mehr bieten können. In dem Sinne, ich danke für eure Zeit, euer SeaCrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.